Der Robert. Aber das ist wegen dir. Sie legt die Lampe zu. Sind schon andere da? כל החברים שם זה לא? זה Ich bin Martina, ich komme aus Wien. Mein Vater ist hier geboren und so komme ich heute tatsächlich zum ersten Mal zurück zu meinen Wurzeln und schaue mir Israel an. Ich freue mich sehr, Sie hier heute begrüßen zu dürfen. Elisabeth Streifel, jetzt in der Rolle der im Kreise sitzend. Ich unterrichte an einem Gymnasium Englisch und Geschichte und wir beide beschäftigen uns schon sehr lange mit dem Thema der Vertreibung, der Erinnerung und ich komme sehr gerne nach Israel. Mein Name ist Rami Goldstein, ich wohne hier in Jerusalem. Ich bin Rechtsanwalt und Notar. Ich bin Abikam Tavor, geboren in Tachauer. Meine Eltern sind in Wien geboren und sind hier 38 als 16-Jährige nach Israel oder nach Palästina eingewandelt. Ich bin hier geboren, meine Frau sitzt zu meiner linken Seite. Und ich war auch Lehrer viele Jahre. Heute bin ich schon pensioniert und mache Radiosendungen und Übersetzungen. Mein Name ist Reut Tavor. Reut bedeutet in Hebräisch Freundschaft. Ich war noch eine Lehrerin. Wir wohnen in der Nähe aus Jerusalem, in der Kastel. Erev Tov. Mein Name ist Elisabeth Pitschnau, ich bin aus Hohenems, das ist an der Schweizer Grenze und ich arbeite als Volksschullehrerin und nebenher arbeite ich auch noch im Jüdischen Museum in Hohenems und freue mich sehr, dass ich nach 30 Jahren wieder mal in Israel sein kann. Mein Name ist Selma Torten. Ich bin im 10. Bezirk geboren und habe dort mit meiner Familie bis nach der Kristallnacht dort gelebt. Zuerst ist mein Papa in die Schweiz, danach sind wir nachgekommen. Und von der Schweiz nachher nach Bolivien, von Bolivien nach Argentinien. Dort habe ich meinen Landsmann geheiratet, Herrn Torten. Und mein Mann ist früher nach Israel mit den Kindern und ich bin während der Yom Kippur-Krieg bin ich gekommen nach Israel. Und weiter, das ist es bis jetzt. So weit, so gut. Mein Name ist Susanne Schönbrunner. Ich bin auch im 10. Bezirk geboren, habe 30 Jahre in Wien gelebt und jetzt seit 20 Jahren in Niederösterreich. Ich unterrichte Deutsch und Geschichte und ich bin vor 2 Jahren draufgekommen, dass meine Großmutter Jüdin war. My name is Bracha. I was born in Israel. I live in Jerusalem for 30 years. I have 3 children. Mein Name ist Bernhard Anneliese. Ich komme aus Neusiedl am See, bin aber ursprünglich in Eisenstadt. Also ich bin in Eisenstadt geboren. Ich unterrichte Deutsch und bildnerische Erziehung. Mein Name ist Robert Lasser. Ich bin kein Lehrer. Ich mache meinen Zivildienst im Yad Vashem, einen Zivilersatzdienst, ja, und werde jetzt das Jahr bis nächsten August hier bleiben. Bin aus Kärnten. Ja, guten Abend, mein Name ist Gerhard Wolf und ich bin einer von 2 Lehrern, die aus Tirol kommen, aus der Nähe von Innsbruck. Ich unterrichte selbst an einer Klinik und unterrichte Kinder und Jugendliche, die einen längeren Krankenhausaufenthalt haben. Und habe mich auch schon sehr gefreut auf diesen Abend heute.
Mein Name ist Goldstein, ich bin in Wien geboren, in die Schule gegangen und bin hier 70 Jahre. Christoph Klüberger, bin aus Salzburg, arbeite dort an der Pädagogischen Hochschule, also in der Lehre aus Fort- und Weiterbildung habe eben auch Geschichte studiert und im Bereich politischer Bildung wirklich tätig und darum freut es mich besonders, dass ich hier bin und viele Erfahrungen sammeln kann. Ich heiße Gerda Hoffer, ich bin in Grinsing geboren. Meine Eltern und meine Schwester, meiner Mutter, wir haben zusammen gelebt. Ich war immer das Kind mit zwei Müttern. Meine Tante ist dann nach Kielce deportiert worden und konnte von Kielce andere Verwandte von uns Briefe in die Schweiz schreiben. Ich habe diese Briefe abdrucken lassen. Die Frau Hinz hat einige Bücher. Wenn Sie die zum Unterricht benutzen können, werde ich mich sehr freuen. Und wenn Sie sie abdrucken lassen, habe ich gar nichts dagegen. Meine Eltern und ich sind dann nach England. Ich habe 40 Jahre in England gelebt. Ich bin seit 78 hier. Und wenn Sie mir das Geld vom Rothschild geben und die Macht vom amerikanischen Präsidenten und sagen, ich muss weggehen, sage ich, behalten Sie sich den Dreck. Zertifikat nach Israel auswandert. Ich habe das große Glück gehabt, dass meine Mutter, nachdem mein Vater tragischen Umständen in Wien umgekommen ist, worüber ich natürlich nicht reden will, und sie herzubringen am 1. September, am Tag der Ausbruch des Krieges. Und habe einen Wiener geheiratet 1944 und habe zwei Töchter, sechs Enkelkinder und seit neuestem bin ich Urgroßmutter. Guten Abend, mein Name ist Judith Hübner, ich bin in Wien geboren und der Herrgott war gut zu mir, aber nur zu mir und nicht zu meiner Familie. Ich hatte das Glück, zwei Monate nach Kriegsausbruch mein Zertifikat nach hierher zu bekommen, an die Universität, als außerordentliche Hörerin, da ich in Wien die Matura nicht mehr machen konnte. Ich habe das gerade meiner Nachbarin erzählt. Ich bekam das Zeugnis, in dem geschrieben war, ich wurde ordnungsgemäß abgemeldet. Also die Ordnung war, dass man mich vor der Matura rausschmeißt, auf anders gesagt. Und ich bin hierher gekommen, habe hier nachher die Universität, die Israel-Universität absolviert. Leider sind sowohl meine Eltern als auch meine kleine Schwester wurden getötet. Mein Vater wurde nach 39 nach Buchenwald gebracht und im 40er Jahr umgebracht. Meine Mutter und Geschwister von 12 Jahren wurden in das Ghetto von Chemnitz neben Solch gebracht und auch dort umgebracht. Ich bin hier Gott sei Dank angekommen und konnte das Studium weitermachen. Ich bin heute Juristin, aber Vertreterin der Bürgermeister von Teddy Colley und bin nachher, hatte ich einige andere interessante Arbeiten. Heute bin ich alt und gesund. Gott sei Dank. Mein Name ist Barbara Krenschöckl. Ich lebe in Graz in der Steiermark und bin dort Direktorin einer Schule. Und ich fühle mich sehr geehrt, dass ich diesen Abend heute mit Ihnen verbringen darf und Sie uns so offen Ihre oftmals so, so tragischen Geschichten anhören darf. Danke. Ich heiße Rudi Dai. Ich bin ursprünglich aus Graz und ich wohne da hinten in Jerusalem, dahinterm Berg von Yad Vashem. Aus Graz? Aus Graz? Mehr oder weniger, ja. Guten Abend, mein Name ist Helga Maurer. Ich komme aus Klagenfurt und unterrichte dort in der Handelsakademie Italienisch und Geografie.
Für mich ist dieser heutige Abend ein Höhepunkt dieser Reise und ich freue mich schon sehr auf alles, was Sie uns erzählen werden, und ich kann Ihnen versichern, dass das bei uns ganz wohl behalten ist. Ich heiße Akiva Kvit, geboren in Wien, 2. Bezirk. Wir haben Wien verlassen im März 1938 nach dem Anschluss. Und dafür sitze ich heute hier und kann mit euch reden. Und ich begrüße unsere Gäste aus Österreich. Hast du schon mal eine Wiener geschossen? Zum Beispiel von dir aus. Eine Wiener.